Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Ich habe jetzt offscreen hier noch die Steam Engines und die Steam Turbines aufgesetzt. Ich habe ein bisschen gecheatet. Eigentlich sollte es keine Verbindung zwischen den Sektoren geben, aber ich habe hier das Lubricant einfach hiervon abgezwackt und jetzt hier so verwendet. Das klappt ganz gut. Das läuft soweit eigentlich. Wir brauchen das Zeug zwar noch nicht, aber in der Theorie könnte man das jetzt herstellen. Die Boiler 4 sind ein bisschen ein Pain. Weil die halt noch das Tungstenzeug brauchen. Und genau damit wollen wir jetzt eigentlich heute mal anfangen. Das Tungstenzeug. Wir erinnern uns. Wir gucken uns das nochmal an. Wenn ich es denn finde. So, hier. Braucht Purified Chivalite, Stearatite und Bobmonium. Und die ganze Purification-Geschichte haben wir noch nie gemacht. Ist allerdings, soweit ich das in Erinnerung habe, nicht sonderlich schwierig. Es braucht einfach saumäßig viel Platz. Und... was haben wir gesagt? Chivalite. Okay, ja, das ist... Warum ausgerechnet ist Chivalite? Das wird sonst schon so häufig verwendet. Ich soll vielleicht in mein Auto steigen. Bevor wir starten gleich, möchte ich auch nochmal ganz kurz gucken, wie es mit unserem Thermalwasser aussieht. So, hier sind wir richtig. Hier drüben. Oh, ihr seid alle voll. Dann gehe ich davon aus, dass das Ding hier auch voll ist. Jo. Hier wird ein bisschen was produziert. Nicht super viel. Was heißt das für die Batterien? 5,5K. Okay, die stauen sich einfach langsam. Passt schon. Okay. Purification. Ich habe mir ein paar Ore Refineries gebaut. Geholt. Wir haben die natürlich beim letzten Mal zusammen aufgesetzt. Und die verwenden wir jetzt hier. Und werden einfach das Chivalite. Das ist eigentlich super, super easy. Das Problem ist, die Dinge sind saumäßig langsam. Was bedeutet, dass die haben ein Crafting Speed von 0,75. Genau wie die. Das heißt, wir brauchen davon 40 Stück. Und ich denke mal, warte mal, wir können das eins näher bauen. So. Ihr habt einen, 40 Stück würden uns wahrscheinlich, warte mal, Helmut. Helmut, mach dein Werk. Das hier können wir knicken. Ich glaube, wir haben das schon mal ausgerechnet. Wenn wir einen roten Belt davon haben wollen, brauchen wir 20. Okay. Was? Warum haben wir dann mit 40 gerechnet? Wenn wir ein Turbo-Transport-Belt haben wollen? Okay, gut. Schauen wir mal. Wir müssen jetzt 20 hinbringen. Ich weiß nicht, ob das... Ah, das reicht. Ich habe den Platz gut ausbemessen. Hooray dafür. Okay. Gut, Moment mal, das ist einer zu viel, oder? Bleibe ich noch im Inventar? 18, ja, einer ist zu viel. So, passt das schon viel besser. Das bedeutet aber dann auch, dass wir den entsprechenden Input dafür brauchen. Und ich glaube nicht, dass wir den momentan haben. Wir können mal gucken, noch was der Stromverbrauch von den Dingern ist. Weil irgendwo muss es einen Haken geben. Das Rezept ist viel zu einfach. 310 Kilowatt, also ist schon eher hoch vom Stromverbrauch her, wenn wir 40 von den Dingern betreiben.
Ja, es ist 50% mehr als die Dinge. Aber okay. Ja, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich hier rote Bells hinbauen. Muss die Hälfte hiervon eigentlich rot werden? Ich weiß nicht genau, wo die Hälfte ist. Wir machen einfach mal hier. So. Das wäre das. Ich werde dann einiges an gelbe Bells rausschmeißen müssen. Und dann von hier. Problem ist, wir müssten dann auch eigentlich auch die Flotation schneller machen und das Crushing braucht ja auch schnellere Bells, was soll's. Es ist, wie es ist. So. Du kannst mal das da haben. Und das geht jetzt hier weiter hoch. Schrupp. Und hier rein. Hooray. Ich brauche Bells. Und zwar nicht zu knapp. So. Ja, wir werden natürlich einen Output haben. Der müsste ab der Hälfte. Ach, ich weiß nicht, wo die Hälfte ist. Das sind 11. Nein. Okay. Das hier ist die Hälfte. Ab hier wird's rot. Verstanden? Und das heißt auch, das kann ab hier rot werden, weil dann die Hälfte schon bereits verballert ist. So, hier kommt gelb. Und hier kommt gelb. So, was braucht ihr denn? 4 alle 2. Okay, im Prinzip ist es einfach nur ein roter Inserter. Ich werde jeden zweiten Nier inserten. Bis dahin. Okay. Dann brauchen wir noch Power Poles. Oder. Na, ich glaube, wir verwenden hier die normalen Power Poles. So. Das läuft. So, was wir jetzt tun können und wollen, ist eigentlich das hier zu kopieren. Ah, Problem ist ein bisschen, die Power Poles reichen nicht so weit. Na, was soll's. Nanobots, macht euer Ding. So. Bis hierhin. Dann kann das rot werden. Okay, dann ja, brauchen wir hier noch jeweils einen Pol dazwischen. Dann ihr da. Das klappt fast. Aber eben leider nur fast. Pose reichen fast. Nun gut. Fehlt immer noch einer. Wir wollen nicht knausern mit den Poles. Ach ne, die braucht es nicht. Es reicht, wenn wir sie in der Mitte verbinden. Ja. So. Dann geht das bis nach oben. Und wir kopieren das dann nochmal. Damit. Falsch kopiert. Oder hier fehlt es noch an einem.
Das müsste richtig sein. Okay, gib. Nein. Was ist das für ein Mist? Lass das. Hör auf, hier wieder gelb zu machen. Verfluchte Axt. So, kopier das, mach das noch zu Ende. Kopieren wir von hier nochmal. Ne, wir haben hier immer noch gelb dabei. So, jetzt aber kein Geld mehr, oder? Ansonsten werde ich ungehalten. Okay, das war's. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus, oder? Ja. Das hier wird jetzt natürlich niemals mehr funktionieren, aber was soll's? Das heißt, was wir jetzt tun können, ist muss das hier mal zusammengeführt werden. Und dann können wir eigentlich 1, 2, 3, 6, genau. So, du bist auf. Ich würde sagen, auf der zweitobersten. So. Das Saphirid würde auf die oberste Lane kommen. Wir haben hier einfach eine riesige Underground-Distanz. Okay, es fehlt noch Licht. Ich denke, wir arbeiten jetzt mit den dicken Lichtern. Weil sonst ist das. Oh, H2 ist ein bisschen zu viel. Es ist schon richtig, ein richtig großes Setup. So, und genau dieses Setup wird jetzt geblueprintet. Ich hoffe, ich kriege das hin. So, das wäre Purification. Create Blueprint. Yes. Das Einzige, was jetzt noch gebraucht wird, ist, das auf die richtige Höhe zu bringen. Nein. Ach Mist, jetzt bin ich wieder verschoben. Moment mal, Rubai brauchen wir so oder so nicht. Wisst ihr was? Crotinium. Brauchen wir Crotinium? Ich bin gerade nicht mehr sicher. Nein, Stirotite und Bobmonium brauchen wir. So, Stirotite, oh Gott. Der ganze Wald hier muss weg. Und der auf der linken Seite auch. So, dann würde ich sagen, passt das so. Ich brauche. Scheiße, ich habe zu viel Zeug im Inventar. Machen wir erstmal hier die Pipes weg. Wer braucht Pipes? Wer will nochmal? Da, du schön. Dann wurden hier bestimmt 40 neue hergestellt. Fantastisch, genauso wie ich das gerne mag. So, Stereotide. Ja, das hier ist. Ich meine, das geht schon so. Ist jetzt nicht super schnieke. Aber es geht schon so. Ja, das Ding hier müsste natürlich auch schneller sein. Na, machen wir erstmal. Holen wir uns erstmal rote Bells. Nicht wahr?
Und ach, puh, ich habe keine Inserter mehr. Das kriegst du. Das kriegst du. Und jetzt kann ich mir Inserter holen. Gleich brauchen wir auch wieder Nanobots, aber gleich ist noch nicht jetzt. Strom haben wir nicht, weil... oh, lass das, der da fehlt. So, das läuft. Die nächsten bitte. Ist gut, dass wir auch zwischendurch ein bisschen was an gelben Bells wieder verbrauchen, weil ansonsten habe ich die wieder alle im Inventar und das ist eigentlich relativ unnötig. So, Nanobots sind alle. Das war zu erwarten. Die habe ich immer noch nicht ordentlich automatisiert in der Hauptbase. Naja, vielleicht werden wir das auch nie tun. So, ihr noch, last but not least. Power Poles fehlen ebenfalls. Glücklicherweise haben wir die aufgesetzt. Das hier wäre eigentlich nicht unbedingt notwendig, ne? So, und von den Dingern brauchen wir jetzt auch massig. Also, wir müssen uns daran erinnern, dass das Lane 2 ist. Na, lassen wir das erstmal so. Oh, weg mit dir. Also, wir erinnern uns, das ist Lane 2, 1, 5, 6. Und du bist auf Lane Nummer 5. So. So, leg das wieder raus. Das könnt ihr bitte einschmelzen. Wie sieht es eigentlich mit dem Stein aus? Na, haben wir noch. Läuft das jetzt hier? Es sind zumindest alle am Arbeiten. Von dem her kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen was loswerden können. Jo. Resin sieht gut aus, ne? Rubber sieht auch gut aus. Passt soweit. Oh, Liquid Resin ist runter. Und zwar richtig heftig. Weil wir die Fiberglassboards brauchen, ne? Beziehungsweise nein, weil wir zu wenig... Weil wir nicht mehr so viel Holz hier drin haben. Und jetzt halt einfach das Resin-Zeug verwendet wird. Das hier staut sich immer noch. Deswegen haben wir zu wenig Holz. Weil sich die Dinger stauen. Leider schaffen die hier es auch nicht, dem Abhilfe zu schaffen. Und warum wird jetzt schon hier, es wird schon wieder gecraftet? Naja, ich meine, wir haben noch ein bisschen was an Liquid Resin. Leider, ja. Leider nicht mehr so viel. Moment. So. Ja, wir müssen diesen Wald hier jetzt roden. Tut mir leid. Musste kurz eine Chat-Nachricht absetzen. So, Wald ist gerodet. Wir haben wieder saumäßig viel Holz. Ich schmeiß das mal
wieder zu euch rein. Könnt ihr zumindest wieder ein bisschen was an Resin produzieren. Das Korn hier ist immer noch... Wir müssen diese Produktion hier erhöhen, beziehungsweise die Produktion von der Fermentierungsbasis. So, zieh das darüber. Dann kommt hier noch das Ammonium zum Zuge. Und zwar so. Ich werde zweifelsohne wieder mehr von denen hier brauchen. Wir sind nicht ganz bei 40. Wir sind nicht ganz bei 40. Produktion kommt nicht ganz hinterher. So, hier werde ich ebenfalls das hier splittern. Ah, du bist ganz oben. Ist ein bisschen unschön. Ist jetzt sehr nahe am Laufweg. Aber was soll's. So, Ammonium läuft. Dann brauchen wir noch das da. So, was fehlt als nächstes? Rote Inserter, definitiv. Was haben wir noch? Belz, ja, Belz brauchen wir auch wieder. Nehmen wir einen Stack davon mit, einen halben Stack davon, passt schon. Und wahrscheinlich gehen mir auch... Ne, die lila Bells reicht momentan noch. So, ich brauche nochmal... Wie viel brauchen wir noch? Wir gucken am Ende, wie viele wir brauchen. Wobei, wir brauchen auf jeden Fall noch welche. Gib mir nochmal... wo sind die denn? 4. Ich glaube, 4 ist genau das, was wir brauchen. Weiter geht's, liebe Nanobots. Poles haben wir noch. Okay, ich glaube, wir haben alles umgestellt, nicht wahr? Ich glaube, ja. So, das Ganze haben. Und... Dann muss das hier erweitert werden. Ist schon cool, wenn man so richtig fette Underground Bells hat. Das ist die richtige Richtung. Das Ding bewegt sich so schnell, dass ich die Richtung kaum erkenne. So, du gehst hier unten hin. Und das ist das, was wir im Endeffekt für... das Tungsten brauchen. Haben wir noch? Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Keine Flotation. Genau, so ein Ding. Das werden wir dann... Ja, ich meine, wir können das... Können das hier durchziehen und dann da hochbringen. Das würde Sinn ergeben. Allerdings brauche ich dafür wesentlich mehr von diesen Bells. Von diesen richtig guten Bells. Ist jetzt die Frage. Ziehen wir. Ich glaube, alle 6 rüberzuziehen ist wahrscheinlich nicht möglich. Weil wir dafür zu wenig Bells haben. Aber kann es mal probieren, vielleicht. Bellbrush 6. Kann man einfach alles untertunneln? Wie, wir haben keine Undergrounds mehr? Das geht ja nicht. So.
Und gleich haben wir ja noch eine Alien-Basis, die im Weg steht. Ja, das sind schon auch die Bells alle. Das geht einfach so ratzfatz. Okay, was haben wir denn hier alles? Was ist das hier? Ein Explosive Biter? Was ist das hier? Ein Electric Spitter? Haben wir Munition? Nicht wirklich viel, ne? Ich guck mal, ob wir hier in der alten Base noch ein bisschen was haben. Ja. Okay. Fantastisch. Gut gemacht, liebe Turrets. Oh. So, schmeiß das alles weg. Weil ich will das Zeug nachher nicht irgendwie auf unserem Belt haben. Das wäre eine Katastrophe. Ich denke auch, die Produktion der Belts hier wird nicht schnell genug sein, um... Ja, wie gesagt, hier alle sechs mitzunehmen. Deswegen konzentrieren wir uns einfach mal auf die, die wir brauchen. Sieht schon geil aus, wie schnell das jetzt geht. Ja, gleich bräuchte man mal Nanobots. Erstmal muss ich aber warten, bis wir wieder Bells produziert haben. Ja, Liquid Resin ist auch Tendenz wieder abnehmend. Das liegt einfach daran, dass die Fermentation Base das nie und nimmer ausreicht. Wer braucht denn so viel davon? Das sind die Fireball Glass Boards. Ich denke, das liegt an... Das liegt an denen. Moment mal, an denen hier, ne? Ja, weil die ganze Zeit am Arbeiten sind. Ihr braucht die ganzen Fiberglass Boards und die brauchen das Liquid Resin. Glücklicherweise brauchen die Bells, glaube ich, keine. Keine Circuits. Da, ich ziehe das erstmal weiter. Ist ein weiter Weg. Mit sehr teuren Bells. Dann können wir das Ding hier aufbauen. Was so natürlich jetzt nicht mehr funktioniert. Oh, Crystallizer 1 und 2 müssten wir noch. Nicht Crystallizer 1 und 2. Wir müssen noch Crystallizer 2 automatisieren und Filtration Units 2. Haben wir noch Platz? Ich glaube ja. Eins, zwei. In der Zwischenzeit können wir diesen Blueprint ändern. Moment mal, was sind das für... Das, welches sind Dreier? So. Dann würde ich sagen, machen wir auch hier Dreier in Vierer. So, was brauchen wir sonst noch? Genau, Crystallizer. Einer, ja, ein Zweier, da gibt es nichts anderes. Und wir können auch, Moment mal, das sind Substations 2. Machen wir die direkt hier in die Dreier. Ne, Vierer können wir, glaube ich, noch nicht, oder? Glaube ich. So, Substations 2 in 3. Ich denke, das müsste passen. Nanobots fehlen. Wir können erstmal die Bells aufbauen. So, ganze Splitter-Geschichte. Hier auch nochmal.
So, auch hier. Oh, da brauchen wir richtig. Was haben wir uns hier dabei gedacht? Warum haben wir hier so viele Inserter? Ach so, weil. Ja, weil die von allen drei Belts nehmen müssen. Ja, verstehe. Natürlich. Das ergibt durchaus einen Sinn. Ich hol mir mal ein paar davon. Können wir die schon mal aufbauen? So, ihr macht bitte das da. Dann werde ich... Ach, das sind die falschen Substations. Was soll's? Welche Höhe? Die hier, glaube ich. So, fantastisch. Wir haben leider keine Belts mehr. Einmal mehr. Nichts leichter als das. Okay, das waren jetzt vielleicht ein bisschen zu viele Belts. Gelbe. Lass uns mal noch kurz die Crystallizer und die Flotation. Ne, nicht die Flotation Cells. Was rede ich denn da schon wieder für ein Mist hier? Die Filtration Units automatisieren. Oh, habe ich zu weit gerannt? Das müsste hier sein. Also, du machst bitte die da und. Und du machst bitte die da. Ach, shit. Damn it. Schmeiß das da rein. Nein, es reicht. So. Ich reiß die ab, nicht, dass der da auch wieder anfängt. Meine Güte. Lass das doch endlich. Invo kannst du wegnehmen. So, wir müssen hier wahrscheinlich... Also, was brauchst du? Du brauchst Pipes. Das heißt, du wirst auch Pipes brauchen. Jawohl, der Rest... den Rest haben wir. Nein, lass das. So, du kannst aber Filtration Units requesten. Ja, 10 Stück. Und du requestest Crystallizer. So, hier bitte. Ach so, das war ein Stack Inserter, okay. Ja, müsste eigentlich die Boards auch direkt reingenommen werden. Passt. Ja, das Resin hält momentan noch. Aber toll ist es nicht. Naja. Könnt ihr mal ein bisschen hinne machen, bitte? Ich bräuchte etwas, ein paar Crystallizer. So, machen wir das Holz erstmal weg. Könnt ihr verballern. Ein bisschen mehr Resin. Hier wird zwar nichts, momentan nichts hergestellt. Aber dafür arbeitet auch hier nicht wirklich jemand. Na jetzt. Zwischendurch mal. Warum dauert das so lange? Ach, die kommen von relativ weit hinten, ne? Ja, wahrscheinlich. Okay, gehen wir wieder zurück. Können momentan jetzt eh nichts mehr tun. Wir können die auch dann von Weitem mitnehmen. Wie sieht es mit unseren Bells aus? Jo, haben wir wieder. Es geht nicht so lange, bis die Bells wieder aufgefüllt werden. Das ist schön.
Hier fehlt noch das da, damit wir Strom haben. So, Chivolite kommt. Chivolite, Ceratite, Bobmonium. Yo. Sehr schön. Den da weg. Die Biter werden langsam, aber sicher von der Natur zurückgenommen und wieder in fruchtbare Erde umgewandelt. Der natürliche Zyklus der Natur. Schon wieder keine Bells mehr, meine Güte. Aber wir sind fast da, wir brauchen nicht mehr so viel. Eben ist es total überdimensioniert, was ich hier tue. Aber es klappt sogar einigermaßen. Okay. Wie viele Bells haben wir? Wahrscheinlich sollte ich die Kiste größer machen, aber... So, ziehen wir dich mal weiter. Ah, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Aber wir können schon mal gucken. So. Das wäre... Nein. Hier. Ne, warte mal. Wir machen das da. Das da. Und das da. Ich hoffe, das passt, so wie ich mir das vorstelle. Können wir ganz kurz mit den Undergrounds sehen. Scheint gut zu sein. Okay. Lasst uns das einigermaßen symmetrisch machen. So, nochmal Belts. 94. Ich weiß nicht, wie weit das reicht. Wahrscheinlich nicht so weit. Das sieht gut aus. Wir könnten sogar noch unterirdisch weitergehen. Okay. Zieh den da rein. Oh yes. Nein, 3. Reicht es? Haben wir noch 3? Wobei wir hier eigentlich nicht mehr so schnelle brauchen, aber was soll's? Nein! Ein einzelner Belt fehlt. Ah! So, jetzt aber. Könnt loslegen. Die Crystallizer fehlen auch noch. Haben wir aber mittlerweile. Da fehlt aber was. Warum haben wir keine? Wir haben noch von den Dingern. Was passiert mit denen? Es kommt einfach fast nichts mehr durch. Ja. Die werden einfach alle weggefressen. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür. Ja, aus einem ganzen Belt wird dann... ist irgendwann nichts mehr übrig. Ich meine, wir könnten das Ding wahrscheinlich schneller machen. Das ist ein gelber noch. Ui. Problem ist, dass die Produktion hier... Oh. Schwefelsäure haben wir genug. Die Produktion von der Schlacke fehlt ein bisschen. Weil das Ding hier wahrscheinlich voll ist.
Wobei, das ist auch runtergegangen. Ich meine, wir haben hier noch 104.000. Aber wir müssten hier eigentlich mal ein bisschen ein Upgrade durchführen. Nichtsdestotrotz, machen wir erstmal... welche Geschwindigkeit nehmen wir? Rot? Verdoppeln wir einfach mal. Ist wahrscheinlich momentan sowieso nur temporär. Ein temporäres Problem. So, ich hoffe, dass wir... Oh, da ist noch... Ah, liegen jetzt halt Catalysts auf dem Boden, was soll's. Oh, shit. Okay, ja, das war hier falsch. Ist aber nicht so schlimm. So, dann rot. Ja, hier mit den gelben Bells, das ist natürlich kein Zustand. Ich ziehe das jetzt einfach mal so weit hoch, wie ich kann. Aber da sind uns die Bells ausgegangen. Aber rote müssten wir eigentlich noch haben. Auch nicht mehr so viele. Schmeiß mal die ganzen gelben da rein. Und wie wäre es, wenn wir einfach mal hier die Maschinen ein bisschen upgraden würden? Go, go, go. Macht hinne. Wo waren wir stehen geblieben? Ziemlich weit oben. Bestimmt habe ich wieder irgendwo einen vergessen, weil das immer passiert. Aber da müssen wir dann nachher nochmal drüber schauen. Um zu sehen, ob das tatsächlich passiert ist. Also ich könnte wetten, dass es passiert ist. Ich muss dann nur finden, wo es passiert ist. So, das geht weiter. Okay, jetzt haben wir keine Bells mehr. So. Woran hapert es hier die ganze Zeit? Bist du nicht schnell genug? Ist echt schwierig zu sagen. Die Bronze wird, glaube ich, schnell genug reingeholt. Es sieht schon so aus, als würde es an den Dingern da fehlen. Der ist aber ständig am Arbeiten. Nun gut, dann müssen wir nochmal gucken. Ich meine, ich habe jetzt nur 9, das bringt nichts. Sehen wir mal, ob wir irgendwie die Produktion ein bisschen beschleunigen können. Das ist ja kein Zustand hier. Da haben die Nanobots irgendwas rumgebastelt. Zum Glück sind wir mittlerweile so schnell mit den beiden Exoskeletts, dass es mir so problematisch ist. Okay, woran fehlt's? An diesen blöden Gear Wheels. Der arbeitet halt so schnell er kann. Was leider nicht schnell genug ist, weil der 4 braucht. Also im Prinzip reicht das da schon. Es ist nicht so, dass sich das da staut. Ein selbiges Problem hier drüben bei dem da. Wobei, da haben wir genügend.
Ja, ich meine, jetzt kann er durchgängig arbeiten, so. Na, fast. Ach, dann ist er nicht schnell genug. Bräuchten eine zusätzliche Giermaschine. Ich glaube aber nicht, dass das so einfach jetzt gerade möglich ist. Was ist, wenn wir von hier was nehmen? Warte mal. Nimm von ganz oben. Eins, zwei, drei. Und leg nach da. Dann legt er das dahin. Genau. So. Und jetzt können wir dich wieder schneller machen. Und ich ebenfalls. Aber er ist immer noch nicht schnell genug. Ich glaube, die transferieren nur jeweils eines. Ich meine, es ist nicht super schlimm. Es dauert einfach relativ lange, bis wir da auf dem grünen Zweig sind. Naja. Kann man nicht viel tun. Problem ist wahrscheinlich auch, dass ein Teil davon verwendet wird, um dann die blauen herzustellen. Und die blauen verwendet werden, um die lilanen herzustellen. Von dem her, das Problem verlagert sich dann dadurch ein bisschen. Okay. Ist das rot? Ich glaube, das ist alles rot. Ja. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ein bisschen weiter. Ja, wir müssen, wenn wir es bis dahin schaffen, bis zu dem hier, dann ist ja eigentlich schon mal ein Großteil soweit erledigt. Das für dich. Seht ihr? Da hat er gerade was geschnappt. Wenn ich die nicht rausnehme, werden sie mir weggenommen. Richtig gemein. Wo zur Hölle sind die? Hier. So. Dann das da. Wir können vielleicht ein bisschen mehr mit. Warum ist das so? Macht überhaupt keinen Sinn. So, das für dich. Dann können wir vielleicht auch das hier unterirdisch machen. Was uns auch wieder ein paar 8 Bells zurückgibt. Jeder Bell zählt. Ja, fast. Bisschen noch. 200. Oh yeah. Jetzt geht die Produktion aber los. So, ich werde noch weiterziehen, solange wir noch Bells haben. Warum nicht? So, du auch nochmal unten durch. Momentan brauchen wir vor allen Dingen viele Undergrounds. Was okay ist für mich. So, du bist auch rot. Viele Undergrounds. Und dann hoffen wir, dass ganz hinten mal was ankommt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das tatsächlich passieren wird. Trotz Rot. Aber man kann ja mal hoffen, oder?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da müssen wir aber auch noch gucken, dass die Produktion wahrscheinlich ein bisschen schneller läuft. So, ich ziehe das jetzt so weit, wie ich kann. Es kommt zumindest jetzt mehr hier an. Oder? Ja, es ist... Es könnte vielleicht jetzt hier noch für einen vollen gelben Belt reichen. Was ja schon mal was wäre. Wie sieht es hier unten mit der Produktion aus? 100.000. Ja, da geht jetzt natürlich viel verloren. Aber... Wobei eigentlich steht alles. Was wird denn hier noch gemacht? Ach, die Dinge müssen noch gebaut werden, aber das dürfte jetzt auch nicht so viel ausmachen, oder? Hätte ich jetzt gesagt. So, kommt jetzt hier was an? Ja, immer noch nicht wirklich. Das ist der letzte rote, den wir haben. Ja, es staut sich. Wir sollten es noch ein bisschen weiterziehen. Warum nicht? Wir haben die Belts ja noch. Zack, zack. So, den unterirdisch. Ja, das war nix. So, du noch? Und gleich haben wir es ja wieder ausgeschossen. Okay, was wird sich... Ach, Kobalt wird so viel gebraucht gerade. Ich verstehe. Kobalt wird viel gebraucht, weil... Es geht hier drüben hin. Kobalt und Titan. Haben wir fast gar nichts mehr. 15.000. Und Titanium sind wir noch auf 36.000, aber auch das wird langsam aber sicher runtergehen, denke ich. Ja, das wird jetzt wird eine Weile dauern, bis sich das erholt hat. Aber irgendwann wird sich das dann auch wieder rückstauen und dann passt es wieder. Und ein Teil... Ich glaube, ein großer Teil war auch halt, weil das Aluminium komplett tot war. Wegen den Dingern hier. Aber das hat sich glücklicherweise wieder ein bisschen beruhigt. Nun gut, ich glaube, es war eine relativ lange Episode. Wir haben in der Theorie jetzt Wolfram, alias Tungsten. Und warten jetzt einfach nur noch darauf, bis endlich mal was da durchkommt. Aber ja, dauert eine Weile. Denke mal, beim nächsten Mal müssen wir dieses Ding hier, also die Produktion hier ausbauen. Wir könnten theoretisch auch Mineral Sludge aus Thermalwasser gewinnen. Das wäre auch eine Möglichkeit, die wir vielleicht in Betracht ziehen sollten. Ne, hier die Mineral Sludge, die hier dafür verballert wird. Das wäre eine Möglichkeit. Ich werde mir offscreen da ein bisschen Gedanken drüber machen. Vielleicht haben wir dann auch irgendwo noch eine zweite Thermalwasserquelle, die wir anzapfen können, weil die sechs hier... Haben wir kein Radar?
Die sechs da sind ein bisschen dürftig. Naja, es ist voll. Von dem her könnte eigentlich schon okay sein, wenn wir da was wegnehmen. Nicht wahr? Ja. Ich denke, das werden wir tun, dass wir vielleicht hier nochmal einen Bahnhof bauen und dann einfach Mineral Sludge aus dem Thermalwasser herstellen. Das ist nicht zufällig irgendwelche Thermalwasserdinger in der Nähe. Ne, wir haben gar nichts irgendwie. Es ist nirgendwo was zu sehen. Da unten sind drei. Aber das war's dann auch. Nun gut. Ja, ich werde mir ein bisschen Gedanken drüber machen offscreen, wie wir das jetzt handhaben möchten in der nächsten Zeit. Auf jeden Fall muss hier die Produktion von den Catalysts hochgepusht werden. Und das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode machen. Das ist nicht super dringend, aber es geht schon ziemlich heftig runter. Aber gut, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch subscriben für mehr Factorio und andere Let's Plays. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.